gerade. Ich glaube, ihr könnt da im Hintergrund meinen Rucksack sehen. Sorry dafür. Ich sitze auf der Couch. Hi. Oh Mann, jetzt ist es mir runtergefallen. Ach Gott, ich habe irgendwie technische Schwierigkeiten da. Ja, ich bin ein kleiner Haushaltsjunkie in letzter Zeit. Kaufe mir ganz, ganz ausgeflippte Dinge. Und ich habe mir gedacht, es ist vollkommen egal. Vielleicht stehe ich dann noch auf und zeige euch die anderen Sachen dann auch noch. Ich sehe nämlich gerade, ich habe noch was ich euch zeigen könnt. Jetzt breche ich das Video die ganze Zeit ab, um eben die Sachen da euch zeigen zu können. Warum ich dieses Video unbedingt machen wollte jetzt eigentlich, ich will auch ein Haushaltsaufgebraucht-Video mal machen. Früher war das überhaupt nicht meins, aber viele wollten das damals sehen bei mir. So Putzvideos und Haushaltsaufgebraucht. Putzvideos wird es jetzt, glaube ich, nicht geben. Ich meine, ich schaue sie selber urgern von der Frühlingsrolinda, wisst ihr, ich bin in letzter Zeit süchtig nach ihren Videos. Aber ich glaube, selber würde ich das nicht machen. Obwohl ich heute das Badezimmer sauber machen müsste. Aber egal. Ich meine, ich bin noch nicht so 100% zufrieden, wie sie ausschaut. Leider. Aber egal, fangen wir mal an. Ich habe beim Pepco vorher gerade, ich habe nämlich früher ausgehabt von der Arbeit und war noch einkaufen und habe beim Pepco eine Lichterkette gefunden. Mein Hauptproblem ist beim Wohnzimmer, ich sitze im Wohnzimmer jetzt, hier beim Fernseher unten habe ich noch sehr viel Platz frei, was mich eh wundert, und da habe ich immer eine Lichterkette liegen. Und ich habe ja Sterne gehabt in so hellem weißen Licht und das hat mir nicht mehr gefallen. Und jetzt habe ich überlegt, was ich mir kaufen kann, und habe heute beim Pepco bei den Lampen geguckt und habe die hier gefunden. Ich meine, da unten könnt ihr es auch halbwegs sehen und so schaut es in echt aus. Ich bin gespannt, wie es ausschaut. Ich wollte es gerade tauschen und denke mir so, eigentlich habe ich so viele Haushaltssachen, da könnte ich euch eigentlich ein Video damit filmen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich mache das mal, weil ich wissen wollte, wie das überhaupt bei euch ankommt. Weil letztens bin ich ein richtiger Haushaltsjunkie. Meine Schwester hat mir vom Daddy, weil sie arbeitet ja jetzt beim Daddy, eine Box mitgenommen, weil ich zu ihr nicht komme. Ich meine, es ist eh lächerlich, sie wohnt arbeitet neben mir und ich komme nicht zu ihr zum Daddy rein, aber egal. Ich habe dieses Ding hier mir gekauft, zweimal sogar. Eines habe ich schon im Kleiderschrank drinnen stehen und das zweite habe ich hier. Ich will nämlich ein bisschen meinen Kleiderschrank wieder ein bisschen umdisponieren, weil ich noch immer nicht zu 100% damit zufrieden bin. Und deswegen kommt das dann endlich in den Kleiderschrank, weil das steht dann die ganze Zeit am Boden, weil ja, ich es noch wegräumen muss. Die halte ich euch kurz in die Kamera. Ich habe für den Winnie schon wieder zwei Stoffviecher gekauft. Die Tanja wird mich schlagen. Eine Ananas. Die finde ich so zuckersüß. Und ein Donut. Guckt euch den Donut an. Ich kann nicht mehr, dass es so süß. Ja, das für den Winnie. Und warum ich auch unbedingt das Video machen wollte, weil ich habe in letzter Zeit bei Müller, ich gucke so gerne im Onlineshop bei Müller und bestelle mir die Sachen dann aber in die Filiale, weil die haben echt ausgefallene Produkte bei Müller. Ich habe mir gekauft, und das ist nicht alles, ich hätte noch warten sollen bis morgen, aber vielleicht mache ich demnächst dann noch ein Haushaltshaul. Das ist jetzt blöd, dass ich das Video mache, weil eigentlich hätte ich warten sollen, aber egal. Wenn euch das Video gefällt, werde ich noch einmal so ein Video machen. Ich habe nämlich andere Sachen noch bestellt, so ein Pommes, da sind Clips drinnen, was aber auch schon wie Pommes frites, was du auf dem Kühlschrank hängen kannst. Dann habe ich irgendwas habe ich noch bestellt, aber ich weiß nicht mehr genau was. Ich habe auf jeden Fall jetzt drei Sachen noch bekommen schon, weil die sind schon mit der Lieferung gekommen. Einmal so ein Untersetzer, was eine Schallplatte ist. Das ist so ein Topfuntersetzer. Ich bin ein Freak, ich weiß. Und einen Pizzaschneider, auch als Schallplatte. Ich fand das so witzig. Ich wollte nämlich unbedingt einen ausgefallenen Pizzaschneider haben. Mein Papa hat nämlich eine Axt. Und ich fand das schon immer so mega lustig. Und deswegen wollte ich auch was Ausgefallenes haben. Dann habe ich mir gekauft ein, wie kann man das, zum Soßen, nein, also wenn man backt oder so, damit man was bestreichen kann, ich kann nicht mehr reden, habe ich mir was ganz Spezielles gekauft. Es steht auch gleich oben, also es ist ein riesen Textmarker, den man für Kuchen zum Bestreichen oder für Gerichte zum Bestreichen nehmen kann. Da oben habt ihr es auch abbildet.
Das, man kann sogar die, das Produkt reinsaugen und dann kann man das mit dem bestreichen. Also es ist mega geil. Ich muss so gucken, wie ich das reinige. Aber ich finde das so geil. Ich habe mich so in dieses Ding verliebt. Ich habe das im Internet gefunden, eben bei der Müller-Seite. Ich war hin und weg, ich musste mir das bestellen. Das war mal relativ teuer. Das hat 14,99 Euro, glaube ich, kostet. Die Rechnung da? Natürlich nicht. Der Pizzaschneider auch so circa 14,99 oder 12,99 und das war auch relativ teuer, aber ich stehe auf diesen Scheiß. Ich habe auch einen Superhelden, der was den Kochlöffel hält und ich habe auch einen Hund, der den Kochlöffel hält. Den Hund müsstet ihr schon mal auf Instagram gesehen haben, weil den habe ich mal gepostet. Dann habe ich mir noch für meinen Schminktisch so eine, was eigentlich für Blumenvasen ist, beim Pepco gekauft. Nicht nur die Lampenkette, sondern auch das hier. Ich brauche nämlich ein zweites. Für die schmutzigen Pinseln, damit ich die dann schon ins Badezimmer stellen kann, damit ich sie putzen kann. Oder generell ein zweites. Ich wollte einfach ein zweites haben. Und weil das eh relativ günstig war, das hat nur 1,80 Euro gekostet, habe ich mir das jetzt mal mitgenommen. Ist jetzt nicht so die Welt. Dann habe ich hier, die muss ich dann noch probieren. Muss ich heute unbedingt machen, weil dann könnte ich die morgen zurückgeben, wenn sie nicht halten sollten. Mein Vater hat diese Dinger auch immer. Das sind so für den Tisch, weil ich habe da daneben gleich einen Couchtisch stehen, habe ich hier solche Hakerln mir gekauft. Ich hasse nichts mehr, wenn das die Stufe rutscht. Das kotzt mich an. Ich weiß aber nicht, ob die passen. Deswegen will ich das so zaghaft wie möglich aufmachen und nichts kaputt machen, damit ich probieren kann, ob die passen oder nicht. Wenn sie passen, dann, ich glaube aber nicht, weil so breit ist der Tisch nicht, werde ich sie behalten und wenn nicht, bringe ich sie zurück. Wird, glaube ich, kein Problem sein. Muss ich nur die Rechnung raussuchen. Dann habe ich mir ein paar Putzmittel und so gekauft. Ich habe in letzter Zeit das Problem mit schwarzer Wäsche. Habe ich ein T-Shirt an, was so verwaschen ist? Nein, heute mal nicht. Ich habe in letzter Zeit ein echtes Problem mit schwarzer Wäsche. Die ist bei mir so schnell verfärbt, wird grau. Also das ist echt nicht schön. Und ich habe mir gedacht so, okay, zuerst kaufe ich mir so ein Färbemittel wieder. In dem anderen, ich habe ja vor, ein Haushaltsaufgebrauchsvideo zu machen und da werdet ihr das andere sehen, was ich gekauft habe. Es gibt von Simplicol, glaube ich heißt die Marke, so ein Färbemittel für Wäsche. Und ich habe eigentlich ein anderes davor gehabt, aber ich werde das so ins Wasser, ich muss mir so ein Lavur kaufen, wo ich das dann reinschütten kann und quasi die Farbe mit der Wäsche mischen kann, damit das nicht direkt drauf kommt. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube schon, oder? Weil ich die Wäsche damit einfärben will. Aber ich möchte das anders probieren, weil das hat mir eine Kollegin geraten, wie ich es machen könnte. Nichtsdestotrotz, das war kein deutscher Satz, ich habe trotzdem, ich bin heute echt verwirrt, ich habe trotzdem diese Färbetücher schwarz zweimal mitgenommen. Die gehen leider bei uns aus dem Sortiment, finde ich total zum Kotzen. Da sind aber 10 Stück drinnen. Ich glaube, in irgendeinem aufgebraucht seht ihr dann andere, die, wo aber nur 6 Stück drinnen waren. Und ich überlege, ob ich mir alle kaufen soll, was es gibt. Ich weiß, bin gestört. Jetzt fange ich schon zum Bunkern an mit Haushaltsprodukten. Aber was soll ich machen, wenn die rausgehen aus dem Sortiment? Ist doch beschissen. Ist wirklich beschissen. Von der Blink Eigenmarke kaufe ich mir eigentlich auch sehr viele Sachen. Den hau ich mal gleich in die Fresse. Zum Beispiel den hier, den kaufe ich jedes Mal nach. Das ist von Blink, der Hygienespüler Classic. Ich benutze ihn ja relativ häufig. Einfach für mein Wohlbefinden. Ich meine, viele werden sich jetzt wahrscheinlich beschweren und meinen, man muss das nicht unbedingt verwenden, aber ich brauche das einfach. Ich kann nicht ohne. Besonders bei der Unterwäsche, weil ich es ja noch gewohnt bin, eben wegen meinem Po-Problem. Es ist übrigens wieder da. Toll. Deswegen benutze ich das noch zusätzlich. Wofür ich es halt nicht so oft benutze, ist... Gibt es eigentlich gar nichts. Für Handtücher auf jeden Fall und wenn Unterwäsche dabei ist auf jeden Fall. Nicht bei den Handtüchern, versteht sich. Ja, also ich benutze das relativ häufig und ich wechsle da immer. Manchmal habe ich den Blink oder diesen... Wie heißt denn der teure? Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Aber meistens habe ich den Blink. Was ich mir auch wieder von Blink nachgekauft habe, das habe ich schon ewig nicht mehr gehabt, war ein Weichspüler, Oriental Rose heißt der. Es gibt 3 verschiedene, aber mir hat der vom Duft am besten gefallen. Da fehlt sogar schon ein bisschen was, weil ich ihn schon ein paar Mal verwendet habe. Ich muss aber schauen, welchen ich mir als nächster kaufe, weil irgendwie bin ich mit allen irgendwie nicht zufrieden.
Ich muss, glaube ich, wieder meinen Komfort nachkaufen. Komfort fand ich bis jetzt immer am besten. Aber er ist gut, er macht das, was er soll. Also. Aber ich habe den irgendwie besser in Erinnerung. Ich wollte den mal wieder probieren, weil ich mir gedacht habe, ich mochte den ja so gern. Dann, das habe ich mir jetzt beim Müller nachgekauft. Ich habe es mir beim ersten Mal beim DM gekauft. Habe ich bei der Michelle Schmidt, glaube ich, heißt der Kanal, die habe ich früher mal geschaut und ich weiß gar nicht, warum ich aufgehört habe, ihre Videos zu gucken, weil die hat damals dann auch Haushalt und so in Videos backt. Und sie hat einen Haushaltshaul hochgeladen und hat von Dr. Beckmann Aktivkohle-WC-Schaum gezeigt. Nein, einem Aufgebraucht-Video war das, genau. Und ich finde den so geil. Also der ist ja mega geil. Der macht alles weg. Mein WC ist jetzt nicht so extrem, weil das ist ja komplett noch neu. Aber ihr wisst, ich brauche euch das, glaube ich, nicht im Detail erklären, oder? Das muss ich wirklich nicht. Ich finde den aber echt gut. Ich schütte das rein, lasse ein bisschen einwirken, wisch dann noch so ein bisschen mit der, ihr wisst schon was immer dumm, und dann spüle ich es weg. Das ist so fürs Zwischendurchreinigen. Wenn ich aber eine komplette Reinigung mache, benutze ich das meistens sogar auch. Weil ich es gar nicht so schlecht finde. Ich finde es wirklich nicht schlecht. Das ist echt ein geiles Produkt. In letzter Zeit bin ich ein Ajax-Fan. Ich meine, ich mochte die Ajax ja schon immer. Ich glaube, ich habe noch ein anderes Mandel-Ajax-Holz-Parkett Mittel. Ich bin noch nicht so gut da drin in diesen Haushaltsvideos, um euch die Sachen zu erklären. Ich liebe diesen Duft. Es erinnert mich ein bisschen noch an die alte Wohnung, weil ich habe mit dem immer bei der alten Wohnung aufgewaschen, weil das das Einzige war, was gut gerochen hat. Aber ich hatte nicht wirklich viel Parkettboden in der alten Wohnung, außer im Schlafzimmer. In der neuen Wohnung habe ich es überall, außer im Badezimmer, da habe ich Fliesen. Ja, ich habe einen damaligen Ajax mir gekauft, der wird aber bald leer. Der hat aber keine so eine transparente Flüssigkeit, sondern eher milchig. Ja, aber ich habe mir mal den nachgekauft, beim Biber war ich da. Um den mal zu probieren. Ich glaube aber, dass der genauso gut sein wird, wie der den... Ich hoffe, das ist richtig. Ich muss den noch mit dem anderen vergleichen. Aber ich glaube, das ist richtig. Weil ich finde die urgeil, diese Ajax. Und deswegen, den hat nämlich die Frühlingsrolina empfohlen, habe ich mir das hier gekauft. Den hat sie... Sie zeigt ihn jedes Mal in jedem Video her. Und das ist ein bisschen blöd, aber den nehme ich halt für die Fliesen im Badezimmer. Und am Boden. Und den anderen nehme ich halt für die restlichen Räume. Ich weiß, es ist bescheuert, ich weiß. Aber ich habe dran gerochen und habe mir gedacht so, ich bin nicht ein Maiglöckchen-Fan, aber das riecht wirklich geil. Und sie benutzt es immer. Ihre Mama verwendet das und sie benutzt das. Und ich habe mir gedacht, okay, das riecht so geil. Richtig nach Frühling. Mega geil. Also das werde ich halt fürs Badezimmer verwenden und das andere dann für die restlichen Räume, aber ich finde, das riecht mega. Ich werde damit ewig auskommen, weil so oft werde ich es nicht, also ich werde schon oft benutzen, aber halt, es wird halt eine Weile brauchen, bis der leer wird. Nicht so wie die anderen. Nicht so wie der andere. Mein Gott, ich kann nicht reden. Ja, das war's jetzt mit diesem Mini-Haul. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich wollte euch das einfach zeigen, weil in letzter Zeit macht mir mein Haushalt schon sehr Spaß, muss ich sagen. Blumen, die ich mir noch gekauft habe. So. die hier habe ich mir gekauft. Ein paar bei mir in der Filiale und die offene in einer anderen Filiale. Ich finde die offene auch so schön. Das sind Kunstblumen. Sind aber eher aus Plastik, aber ich finde, wenn wir sie weit weg stehen, schauen sie relativ echt aus. Und das hat mir denen so gut gefallen. Die kommen ins Schlafzimmer, stehen aber leider die ganze Zeit im Wohnzimmer, weil ich noch im Schlafzimmer gucken will, wo ich die hingebe. Die Vase habe ich mir auch neu gekauft. Da will ich aber so Steine unten reingeben. Dann habe ich diese Vase hier geschenkt bekommen zum Geburtstag und wollte halt passende Blumen dafür haben. Erst wollte ich die ins Schlafzimmer stellen, aber ich finde, die passt besser ins Wohnzimmer. Und deswegen habe ich mir diese orangenen mit Gelb gekauft. Ich finde schon, dass es passt. Es ist jetzt natürlich noch gelbe hätten besser passt, aber ich finde schon, dass es passt. Mir gefällt es. Mir gefällt es sehr gut. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!